Wenn das Wenn aufhört und das Dann, ist die Dunkelheit nur noch eine ferne Erinnerung. Der Zorn hört auf, den Atem zu nehmen. Die Angst krallt nicht mehr in das Herz. Die Wut bringt nicht mehr die Adern zum Bersten. Die Verzweiflung vernebelt nicht mehr den Sinn. Die Rache findet Frieden. Das Zählen hört auf, auch das Heimzahlen. Wenn das Wenn aufhört und das Dann, ist es Licht geworden in uns, ist Ostern. Wir feiern Ostern alle Jahre wieder. Wir feiern die Hoffnung, die Liebe, das Leben. Wir feiern gemeinsam hier im Süden des Kirchenkreises Neukölln vor der Kirche in Eichwalde. Mit Ihnen feiern diese Andacht Claudia Miet, Pfarrerin im Kirchenkreis Neukölln. Und Christian Nottmeier, Superintendent im Kirchenkreis. Wir feiern Ostern, wir feiern das Leben, wir feiern, dass der Stein nicht vor dem Grab geblieben ist. Wir feiern die Freiheit. Und wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, der uns wie ein Vater und wie eine Mutter liebt. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus. An den Geschichten von Jesus Christus können wir sehen, was Gottes Liebe für uns Menschen meint. Und wir feiern im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft und Weisheit und Lebensfreude geben möge. Amen. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Siehe, sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Haben es geahnt. Es zeichnete sich schon ab, dass es immer schwieriger wird um ihn. Sie haben versucht, ihn zu warnen. Wenn er so weitermacht, dann würde das kein gutes Ende nehmen. Aber er hat nicht aufgehört, hat immer weitergemacht, den Mund nicht gehalten und die Menschen in Aufruhr gebracht. Sie hat sich immer gefragt, wo er den Mut und die Kraft hernahm. Aber hat er auch einmal an sie gedacht? Nun ist er weg. Seine Freunde auch. Sie haben sich verkrochen vor lauter Angst. Er ist tot. Die Trauer ist schwarz wie die Nacht und liegt schwer wie ein Stein auf ihrem Herzen. Wie der Stein vor dem Grab. Woher sie den Mut nahm, wieder hierher zu kommen, weiß sie nicht. Sie weiß nur, dass es das Beste war, was sie in ihrem Leben getan hat. Denn der Stein vor dem Grab ist weg, das Grab offen, der Stein von ihrem Herzen plötzlich leicht.
Maria schaut in das Grab, doch den, den sie sucht, sieht sie nicht. Stattdessen diese Frage: Frau, was weinst du? Was für eine Frage! Und doch das Herz schon nicht mehr ganz so schwer. Die größte Befürchtung ist nicht eingetreten. Sie sieht ihn nicht tot dort liegen. Die größte Hoffnung jedoch hat sich noch nicht bestätigt, denn sie weiß nicht, wo er ist. Das ist Ostern. Der schwere Stein der Trauer, der Unsicherheit, der Angst, der Verzweiflung, der Einsamkeit, was auch immer der Stein auf unserem Herzen für einen Namen hat, bekommt Flügel. Ostern ist das Versiegen aller Tränen. Ostern ist die Gewissheit, dass es nicht dunkel bleibt, gegen jeden Anschein. Das Dunkel ist nicht das Ende. Was für eine Geschichte. Da steht Maria Magdalena, Freundin und Weggefährtin von Jesus, in der dunklen Grabhöhle und weint. Den, den sie sucht, sieht sie nicht. Er ist nicht dort. Einfach weg ist er. Maria ist sprachlos, fassungslos. Und dann sieht sie den Gärtner. Soll er ihr wenigstens Antwort geben? Sag, wo hast du ihn hingebracht? Sag es, ich will Abschied nehmen, abschließen und das Gute bewahren. Die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Du warst doch hier, du musst es doch wissen. Hast du ihn von hier weggebracht? Wo ist er? Wo? Dann ist Stille. Ich stelle mir vor, wie Maria mit Tränen in den Augen und Verzweiflung im Herzen den Mann, den sie für den Gärtner hält, ansieht. Sie hört dann, wie er ihren Namen ausspricht. Sanft klingt es, liebevoll. Maria, sagt er, Maria. Plötzlich spürt sie, wie der Stein auf ihrem Herzen leicht wird, als bekäme er Flügel wie den von einem Schmetterling. Als sie hört, wie er sie beim Namen ruft, weiß sie, nicht nur der Stein vom Grab ist weg, auch der Tod ist überwunden. Vor ihr steht kein Gärtner. Er ist es, Jesus selbst. Jesus lebt. In diesem Moment ist es Ostern. In diesem Moment, als Maria von Jesus beim Namen gerufen wird, plötzlich ist da kein Stein mehr, kein Dunkel, kein Leid, kein Tod, sondern Leben. Heute feiern wir Ostern. Wir feiern das Leben gegen alles, was dunkel ist, gegen allen Hass, alle Gewalt, alle Trostlosigkeit. Nicht das Dunkel, sondern das Licht siegt. Ostern eben. Das Herz bekommt Flügel, denn Jesus lebt, mit ihm auch ich. Weil er mich beim Namen ruft, so wie Maria. Guter Gott, sieh gnädig auf die Steine in unserem Leben, auf die Großen, die uns das Leben schwer machen, auf die Kleinen, die uns immer wieder stolpern lassen. Du kennst uns, rufst unseren Namen. Ruf uns heraus aus dem Dunkel um uns herum. Befreie uns von Trauer, Verzweiflung und Sorge. Guter Gott, erfülle uns mit dem Licht des Ostermorgens. Lass es in uns aufleuchten und uns so zum Segen werden für unsere Mitmenschen. Erfülle uns mit dem Flügelschlag des Lebens und mit der Hoffnung auf Frieden in uns, um uns und in unserer Welt. Amen. Ostern verleiht unseren Herzen Flügeln. Ostern werden wir beim Namen gerufen, so wie Maria von Jesus am Grab beim Namen gerufen wird. So geht in diesen Tag, geht in diesen Ostermorgen, in die Osterzeit. Geht in das Licht des Ostertages im Frieden unseres gütigen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.